natürlich im Namen der Mannschaft entschuldigen, allen Fans in der Schweiz, die wir heute natürlich gross enttäuscht haben. Das ist nicht unser wahres Gesicht, was die Leute kennen, was wir kennen. Und er ist natürlich sehr enttäuscht nach dieser Leistung, die wir heute vor allem abgeliefert haben, was so wichtig war, wo wir viel vorgenommen haben. Ich glaube, das Einzige, was wir machen, ist uns entschuldigen bei der ganzen Schweiz. Weil das war nicht die Mannschaft, die sie erwartet haben, die nicht wir erwartet haben. Und ja, heute sind wir nicht auf dem Platz und das, ich denke, das ist krass. Also das tut uns sehr, sehr leid. Und das Einzige, was wir können machen, ist entschuldigen bei den Fans. Aber ja, wir haben nicht, wie soll ich sagen, die Mentalität auf den Platz gebracht, wo wir uns sonst von uns gewöhnt sind. Es ist einfach ein sehr, sehr bitterer Abend heute. Ja. Jetzt gehen wir heim und ein paar Tage Ferien, ein paar nicht. Und dann ja, machen wir weiter. Mohamed Yakin, sind einige Spieler schon da gewesen, haben sich sogar entschuldigt. Die sind sehr mitgenommen. Es geht tief, das haben wir gespürt. Wie tief geht es bei Ihnen gerade unmittelbar nach der Partie? Nein, das ist nicht das Empfinden von mir jetzt entscheidend. Wir sind traurig natürlich, dass wir das, was wir vorgehabt haben, heute ein gutes Spiel zu zeigen, das uns stark gemacht hat in den letzten Partien, dass wir das nicht können umsetzen können. Sicher auch ein bisschen mit dem Gegner zu, der heute sicher dominanter auftreten ist als wir. Klar war auch, irgendwo auch akzeptieren, dass heute vieles nicht aufgegangen ist. Zu weit vom Gegner, Zweikampf nicht gewonnen. Aber ich mache keinen Vorwurf der Mannschaft. Sie haben alles probiert und es ist nicht aufgegangen. Starke Gegner gesehen, unbestritten, das haben wir gesehen. Ihr habt anpassen müssen, unter anderem auch, weil der Silvan Widmer nicht spielen konnte. Habt ihr, was das System anbelangt, auch anpassen wollen? Gut, wir kennen das System, die Mannschaft kennt das System. Das ist, denke ich, über die Zeit der Spiele mit den Offensivspielen. Wir haben gesehen, dass doch mit dem System einiges möglich gewesen wäre. Wir haben einfach nie Zugriff gehabt zum Spiel, defensiv wie offensiv. Sie waren aber auch ungeduldig. Sie haben zu schnell ein bisschen die Offensive gesucht, anstatt mal den Ball zu behaupten. Nein, wir haben einen klaren Plan gehabt, der ist heute nicht aufgegangen. Wir müssen auch akzeptieren, dass der Gegner sicher besser war. Wir haben den Plan auch justiert und in der Pause nochmal und Anpassungen vorgenommen. Was war die Überlegung, die du gesagt hast, probiert es mit Eray Cemut in der Innenverteidigung statt Fabian Schär? Nein, wir haben es gespürt. Fabi, auch seine Erkältung, das hat ihn auch nicht in dieser Stärke zurückgebracht. Also er krank, der Nico Elvedi auch mit 4 Wochen krank, jetzt der Silen auch. Also ja, man sieht, dass doch einiges unsere grosse Hypothek ist. Hat uns natürlich gezwungen, da jetzt nicht wegen dem System ändern. Ich denke, es ist nicht eine Frage vom System heute. Wir kennen es. Wir haben da versucht, Fußball zu spielen, Dominanz zu spielen, was heute nicht gelungen ist. Und darum akzeptieren. So wie es entstanden ist, da kein Vorwurf. Wir haben eine gute Kampagne gespielt, tollen Fußball gezeigt, aber leider heute ist nicht aufgegangen. Wenn Sie uns auf den letzten Punkt noch eingehen, das ist Teil von der ganzen WM, von einer starken Gruppenphase. Klar, der Eindruck ist jetzt frisch von dieser deutlichen Niederlage. Trotzdem, was ist das Gesamtfazit, das ihr jetzt erzieht von dieser Weltmeisterschaft? Nein. Traurig. Absolut. Tut mir leid für die Spieler, auch für die Nation. Das ist, hat sicher Chancen gehabt. Es ist eine tolle Truppe, die gerne offensiv Fußball zeigt. Heute denke ich, müssen wir auch so akzeptieren, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Mir fehlen sicher jetzt die klaren Worte, aber ich denke, wir können stolz sein auf die Leistung, die wir gezeigt haben. Das war eine schwere Gruppe, aber doch auch ein bisschen zu viel Ausfall gehabt, wo man heute nicht auffangen kann. In der Gruppenphase haben wir gegen Brasilien extrem fokussiert agiert. Das war beeindruckend. Gegen Serbien haben wir sich aufgelehnt, oder? Hat Emotionen im Spiel gehabt, Kraft gehabt. Das hat man nicht gleich gesehen, oder? Das bisschen Katze in Zweikampf gekommen, wie es der Remo Freuler vorhin formuliert hat. Haben Sie eine Erklärung, warum das heute mehr gefällt hat, als vielleicht noch jetzt in der letzten Partie gegen Serbien? Ja, ich suche jetzt nicht nach Erklärung, aber man sieht auch bei den anderen Spielen die Erholungsphase, wo wenn in der Gruppe Portugal 2 Spiele gewinnt und nachher kann Spieler schonen, wie gestern auch Brasilien gegen Korea, wo einfach vom Tempo und von der Geschwindigkeit erlebst und von der Organisation, dann ist klar, dass uns auch vielleicht ein bisschen die Phase gefehlt hat.
Ich muss sicher genau analysieren, was am Schluss der Fehler war. Aber es bringt jetzt nichts. Wir haben das Spiel verloren. Auch so etwas müssen wir als Mannschaft durchstehen. Richtig Schluss rausziehen und dann gestärkt rauskommen.